Willkommen zurück zu Let's Play Live 2, einem neuen Let's Play Projekt, der zweite Part. Ihre Frage befasst sich mit einem biologischen Kernaspekt unserer Spezies und mit den zugehörigen Sehnsüchten. Schade, leer. Ich wollte jetzt eigentlich eine Dose rausholen, ihm vor die Füße werfen und auch sagen, aufheben. Dose aufheben, was gut ist. Das habe ich nicht gehört! Hilfe, Hilfe! Au! Wer da raus? Ich hoffe, der meinte nicht uns. Als Spezies endlich Unsterblichkeit erlangen können. Diese schlichte Tatsache hat gravierende Konsequenzen. Man darf uns nicht zusammensehen. Sie erfordert eine komplette Revision unserer genetischen. Man muss echt hungrig sein, um für diesen Dreck anzustehen. Außerdem, ich schließe mich bald dem Ordnungsschutz an, wenn es da was Ordentliches zu essen gibt. Mir hilft in Momenten des Zweifels das Wissen, dass unser wahrer Feind der Instinkt ist. Ja, okay, was haust du mich denn? Blödmann. Der Instinkt beruhigt, beschützte uns in den Zeiten, als wir über schwachen Dovi Bären härteten und zu kochen begannen. Was denn? Los, klau! Doch der Instinkt hat einen dunklen Bruder, den Aberglauben. Der Instinkt ist untrennbar mit irrationalen Impulsen verwoben. Dies zeigt sich jetzt ganz deutlich. Der Instinkt. Ich hab noch gar keinen Anzug, merke ich gerade. Nicht mehr gebraucht wird. Denke ich, weil ich sprinten kann. Macht gegen den Untergang. Der Instinkt nicht verwendbar. Ins Verderben stürzen. Der Instinkt nicht verwendbar. Uns gegen sie auf. Der Instinkt, ich will auch durch. Das Unbekannte. Seine Möglichkeiten nicht. Der Instinkt verführt. Hallo! Möglicher Ärgerniserreger Stufe 3 hier. Daher muss er ausgenutzt werden. Daher muss er bekämpft und von der Wurzel gepackt werden. Was? Terminal Hospital. Wir sollten unseren Gönnern danken, dass sie uns vor diesem überwältigenden Trieb schützen. Du machst mir voll Angst. Sie haben mit einem Knopf in der Stadt. Ja. Wenn ich hier mit dir rede, bekommen wir beide. Sie haben uns die übermenschliche Stärke gegeben, diesen Drang zu widerstehen. Was ist denn hier los, sag mal? Sie haben uns einen Sinn gegeben. Sie haben uns die Augen geöffnet. Darf ich da rein? Mann, okay, sag doch einfach nein. Was ist da drin? Sie sollte weitergehen. Ja, gleich. Ja. Das wäre Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ja. Halt dein Maul. Das wäre Widerstand gegen die Staatsgewalt. Boah, ich geb dir gleich Staatsgewalt. Blöd, Mann. Alter, was ist das? Krass. Toll, geht's weiter? Komm ich da durch? Hallo? Ja, ich. Was willst du mich denn hauen? Darf ich euch. Darf ich so nicht mal euch zu nahe kommen? Wollt ihr mich verarschen? Sag mal. Oh, und ihr geht auch mal weg. Weg! Weg! Geh weg! Ah, eine Leiter. Aha. Wo bin ich denn? Oh. Das war aber ganz schön hell, du. Ich dachte gerade, ich wäre tot. Ist der tot gewesen? Ist die tot gewesen? Hi. So beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Aha. Ich weiß nicht, was sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Hm.
Oh. Nein! Eine Puppe! Die kenne ich. Gab's die nicht bei Nightmare House? Haha. Nein, lass mich! Die verstehen gar keinen Spaß, Mann. Ladedaten. Ich würde sehr gerne einen Anzug kriegen. Ich erhielt kürzlich folgende Zuschrift. Komme ich nicht raus? Kann ich vielleicht die Scheibe? Nö. Ist Plastik. Alter, was machen die? Seid ihr bescheuert? Bewegung. Ja. Au. Hallo. Hören Sie Milch? Pass doch auf! Hast du hier geklopft? Wusste gar nicht, dass wir noch eine Tür haben. Oh, ich dachte, du warst ein Bulle. Der gehört zu uns. Sieh sie dir an da unten. Ich sag's ja, als nächstes holen sie uns. Mann, ich hoffe, du hast Unrecht. Nimm mal den Tisch weg. Oh! Huch. Schluss damit! Schluss, aus, Ende. Ja, ich gehe ja weiter. Ich halte nicht mehr aus. Es wird schon werden. Was sollen wir nur tun? Uns fällt schon was ein. Du bist stiftmunternd. Wann hört das endlich auf? Bitte! Ist okay. Doch der Instinkt hat einen dunklen Bruder, den Aberglauben. Der Instinkt. Ich mag den Typen irgendwie nicht. Was war das? Okay. Und nicht weinen! Jetzt sag doch mal was, Nien! Ich sitze nur daneben. Soziostabil. Stelle Organe an der Achtung, Anwohner. Warum? Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Warum? Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständige Ration. Hoch zum Dach! Jetzt beeil dich doch! Da kommen Sie! Hilfe! Nix mehr weg hier! Ordnungsschutz! Die töten die? Informieren. Kooperieren, warum töten die die? Schnell, rein hier! Aus was für einem Grund? Lauf weiter, hoch zum Dach! Okay, warum werdet ihr getötet? Bürgerhinweis! Boah, du bist ganz schön stark! Bitte gehen Sie an Ihren Inspektionsplatz. Okay, ich gehe ja. Aua, nein, bitte, nein. Schmerz. Wo muss ich denn lang? Ab hier wird's blind. Ja. Ab jetzt wird's blind. Was für ein geiles Auto. Da unten, der schießt auf mich. Ich dachte gerade, das ganze Auto schießt auf uns. Aua. Mensch, wir haben noch keine Lebensanzeige. Ach, na komm. Und durch. Aber Junior, was du
Schnatter! Hier drüben! Vorsicht! Nein, nächstes! War das so gewollt? Anscheinend. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Ja. Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Danke. Hast du die alle erledigt? Ich meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ja. Ich habe keine Wegbeschreibung gekriegt. Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Nee. Du sagst nicht viel, oder? Danger. Er war auch bei Black Mesa dabei. Der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Hier durch. Okay. Geh halt rückwärts. So, einmal speichern. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Ein denkwürdiger Tag. Sind wir schon Kapitel 2? So ein Anzug wäre mal ganz schön oder so. Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Kann ich auch. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Komm, ich spendiere dir einen. Oh, danke. Oh, und übrigens, nett, dich endlich kennenzulernen. Errungenschaftsfortschritt, Lambada-Detektiv. Lol, ich dachte, ich kriege jetzt wirklich was zu trinken. Ich hab doch Durst. Jetzt mach hin. Ja, okay. Alter, was ist denn hier los? Oh. Verschick's doch mal. Wo ist die hin? Lamar, komm raus da. Was? Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman. Bist du's wirklich? Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tunichtgut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Ach, danke, dass du mich wieder bewegen darf. Oh, ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist einer unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Ach, was. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze? Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst, aber okay. Oh, Hula Hula. Hula Hula. Na also. Verdammt, nimm's mir ab. Wie denn? Lamar, das bist du ja. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will es nicht mal sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar. Die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, oh, du kannst dich mit Tieren. Da. Ich sehe, Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise.
Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Oh je. Doch, dafür ist keine Zeit. Ich habe wenigstens den Anzug auf Gordon. Gute Idee. An der Wand ist ein Ladegerät. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine-Ladestationen aufladen. Sie gibt das an all ihren Kontrollstrecken. Ach! Zum Weg. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Ach, bei ihm geht's. Beeindruckend. Sollte ich mit rein? Gordon, stell dich doch dort neben die Schaltkonsole und warte auf mein Zeichen, ja? Isaac, bist du dort? Ja, Eli, es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Start? Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Also, der masselose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold einschließlich Hilfe. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. Initialisierung in 3... 2, 1. Oh, verflixt. Was nun? Doktor, der Stecker. Oh ja, du hast. Natürlich. Ausgezeichnet. Gordon, betätigt den Schalter. Welchen Schalter? Nur keine Scheu. Sehr gut. Schlusssequenz beginnt. Jetzt. Okay. Und hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert? Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Lasst uns Gordon jetzt hierher holen, ja? Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Okay, Barney. Jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position eingenommen hast, senden wir dich zu Eli. Knapper geht's echt nicht. Ausgezeichnet. Initialisierung in 3, 2, 1. Barney, wärst du so nett? Viel Glück da draußen. Ganz recht. Es kann losgehen, Gordon. Bon voyage und viel Glück für die Zukunft. Schlusssequenz. Zum Teufel! Was ist denn? Es ist ein Schoßkirchen, das verdammte Viech. Lama, Teddy, nein! Vergiss es einfach! Er kommt durch, Dad! Was ist los, Judith? Ich weiß, schreck alle Art, wird er vergessen. Tu nichts, wir holen dich daraus. Irgendetwas zieht ihn weg. Was hat das zu bedeuten? Wer sind Sie? Wie sind Sie hereingekommen? Er ist wieder da. Ich hole ihn da raus. Du kannst doch nicht einfach reinwarten, es würde dich aufschälen. Boden ist weg. Was ist los? Wenn ich nur wüsste, es gibt unerwartete Interferenzen. Keine Sorge, wir... Da ist er! Wir verlieren ihn wieder. Sag mal, ich bin mir fast sicher, dass Gordon Freeman. Nein! Da! Er kam nicht durch. Wo ist er dann? Hinter dir. Wow! Abschalten, abschalten! Gordon, du musst hier raus! Los! Runter, Hector! Ich komm dich holen! Ah! Okay. Wo lang? Wo muss ich lang?
Ladedaten. Und damit beende ich diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.